Offen, 0%. Am besten ist immer CRTH. DRTH habe ich hier einmal. Ja, das macht höheren kritischen Schaden. Ja, plus 2 Wahrscheinlichkeit auf kritischen Schaden. Und dann habe ich hinten noch zweimal Phaserstrahlenbank, einmal Damage und einmal ACC. Und aber wenn du jetzt richtig Höllenschaden machen willst, so, und da würde ich dir Polaron empfehlen und Transphasen. Also vorne habe ich Transphasentorpedo, Werfer MKXI, also Mark 11, ACC, CRTH und hinten habe ich einen seltenen Chroniton-Torpedowerfer Mark 12, CRTD mal 2 und Damage. Also Chroniken-Torpedo würde ich wegnehmen. Ich habe aber gute Erfahrungen damit. Ja, aber das. Der letzte war Ja, lieber lange, aber. nur Transphasen-Torpedos einsetzen. Gehen ja durch die Schilde. Genau wie Polaro. Könntest dann. Könntest Genau. ja. Könntest Waffel. ja. Du könntest zum Beispiel auch dann Leute töten, die mitten in Buff-Schild-Polarität umkehren. Würdest du einfach durch die Schilde schießen? Eine ruhige Zelle ist eine glückliche Zelle. Ja, Er das ist ist auch gut. sehr gut. Noch eine Schicht Warp spulen, schrubb. Ich habe ja auch einen anderen Account, ein Taktiker. Der hat auch Transphasen-Torpedos. Ich habe damit mal mit Zack Angriffsmuster Alpha und die anderen taktischen Buffs habe ich erstmal eingeklickt. Nur damals waren ja die Trikobold-Torpedos viel stärker, ne? Doppelten an Damage haben die gemacht. Nach dem Update wurde er wieder verringert. Ja, die Was ich. Geschwindigkeit, aber dafür weniger Cooldown. Damals hatten die ja eine Minute Cooldown. Jetzt haben die nur 30 Sekunden. Frank, Ja. hast du einen kompletten Mario-Bunkel oder nur die taktischen? Ja, nur die taktische. Also, also alle drei Konsolen machen ja die alles mit Nachrüstung. Bin ich ganz schlecht immer noch, also. Die haben kaum Defense, also kommt man gar nicht klar mit dem. Ah, ich weiß, ja. Ich habe meinen privaten Heiler mitgenommen, als ich mit dem PvP gegangen bin. Aber ich habe mal 200.000 kritischen Schaden gemacht mit so Overload. Aber am meisten kenne ich mich aus ja mit die Oldies Taste, Street Notes und so. Ich glaube, ich gehe mal schlafen. Ja, tschüss. Hey, ich werde jetzt auch offline gehen, glaube ich. Ciao. User disconnected from your channel.
Jo. Der hat ja nur zwei Taktikkonsolen. Die Odyssey, die ich habe. Ja, nur zwei. Die Technikvariante Operation hat ja 5 Technikkonsolen. Ja, aber durch die Skillung machen meine Strahlenwinkel mehr Schaden als Dualkanonen. Ja, die meisten denken ja, die Odyssey sind langsam, ist ja eigentlich auch, und machen ja kaum Schaden wegen die 2 Taktikkonsolenblitze. Aber mit der perfekten Skillung, also ich habe mal 5-mal die Kreuzung geskillt. Also dann wird es aber schon. Ich mache ordentlich viel Schaden, reicht um locker eine Skorte zu killen. Und dabei habe ich noch so viel Verteidigung, dass ich 5 bis 6 Schiffe aushalten kann. Kann ich dir auch meine Skillung geben, wenn du willst. Und ja, ich habe auch nur Flottenwaffen gerade drauf. Ja, verbesserte Dual-Antiplosion-Schirmwaffe Mark 12, DMG 3 ACC. Ich mache ordentlich viel Schaden und Singleplayer. Genau. Ach ja, und das, man darf keine Torpedos benutzen, wenn du einen Tank kriegst. Also Panzerschiff. Du darfst niemals Torpedos benutzen, wenn du einen Tankpanzer fliegst, also richtig panzerte Schiff. Also ich benutze nur Dual, Armbank, Singles und Kinetic Cutting. Ich habe einen Aegis Deflektor, Aegis Impulsantrieb und der Elite Schild. Die Green. Ja, meine Schilder haben ja 10.000 Schildleistung bei mir. Ja, und das liegt ja vollkommen auf der Skillung an. Also wenn dein Schild, wie heißt das? Warte, ich muss mal kurz gucken. Also bei der wissenschaftlichen Skillung da unten habe ich nur Raumschiff-Schildemitter und Raumschiff-Schildsysteme, mehr nicht vom Wissenschaftlichen. Boah, ich muss mal kurz dazwischen. Ich bin jetzt weg, ne? Leute, viel Spaß noch, ne? Okay, ciao. Nacht. Jo, bis dann, ciao. Nacht. User disconnected from your channel. Also insgesamt habe ich für mein Schiff 200 Millionen Energy Credits ausgegeben. Bestimmt 200 Euro 10. Ja, ist heftig, aber ich weiß. Muss man halt machen, damit man so ein Schiff bekommt. Ja, aber ungefähr in 3 Jahren. Dann. Ich hab die Odyssey gesagt, die rausgekommen ist. Ich hatte auch davor die originale Odyssey, also ohne so ein Konsolenset. Aber danach habe ich mir die Operation so gesehen. Ja, das Wissenschaftliche ist auch sehr praktisch. Seine Schildheilungs. Mhm.
Ja, und technische Bereitschaft, oder so hieß das, so 3er-Set-Bonus. Ja, die Chevron ist das Beste, was es gibt, also. Nicht der Angriff der Untertasse, sondern macht einen, wenn ich jetzt, also im normalen Fall, lege ich immer die Energie auf die Schilde. Dann habe ich immer 125 Energie auf die Schilde, ne? 75 dann auf die Waffen und 50-50 auf Antrieb und Hilfssystem. Aber wenn ich jetzt auf Angriff mache, also ganz normalen Angriff, habe ich nur 120 Energie auf die Waffen und Schilde ganz wenig. Wenn ich jetzt zum Beispiel Angriff mache und die Chevron-Separatur mache, habe ich dann voll Waffen, 90 Schilde, 70 Antrieb, die Hilfssysteme. Also wird dann alles verbessert und die Wendegeschwindigkeit auch. Aber Nachteil ist weniger Hülle, weniger Schildpower. Das war es eigentlich auch. Aber dafür mehr Geschwindigkeit, mehr Reparaturen. Dann wird meine Mannschaft von 2500 auf 1000 gestellt. Ja, da bin ich sozusagen regenerationsaktiv. Ja, aber deine Waffen werden auch sehr stark. Weil ich lüge ja nur defensiv, davon machen meine Waffen ungefähr nicht so viel Schaden, also, wie wenn du jetzt passiv immer